Was ist das meistgewünschte Feature in The Elder Scrolls Online eigentlich? Und wie geht's weiter dieses Jahr mit coolen neuen Inhalten in The Elder Scrolls Online, auch auf diesem Kanal? Des Weiteren die Kronenshop-Vorschau und einige Informationen rund um mich, meinen Kanal und das, was hier so demnächst abgehen wird. In diesem Sinne, herzlich willkommen, ich bin's wieder, Alexos. Herzlich willkommen hier bei den ESO-News. Gucken wir uns einmal genauer an, was denn so dieses Jahr alles ansteht. Und da gibt es ein paar Informationen vom lieben Kai aus dem Forum, die ich hier einmal für euch vorbereitet habe. Und zwar haben wir ein paar Informationen dazu, dass hier geschrieben wurde, was ist denn das meist gewünschte Feature, was ja schon jetzt demnächst erscheinen soll mit der neuen Erweiterung, mit dem neuen Kapitel. Und Kai hat hier nochmal betont, hey Leute, pass mal auf, es ist ein Unterschied zwischen ein häufig gewünschtes Feature, also eine häufig gewünschte neue Funktion, eine häufig gewünschte Erneuerung und dem meist gewünschten. Das ist an dieser Stelle vielleicht ein bisschen schmälernd für meine Erwartungen bzw. meine Hoffnungen, denn ich hatte gedacht, dass sehr wahrscheinlich was mit dem Schwierigkeitsgrad gemacht wird oder mit dem Belohnungssystem, weil ich denke, dass das die beiden meist gewünschtesten Features sind. Wenn ich jetzt nun lese, es wird eher ein häufig gewünschtes Feature sein, dann senkt das ein bisschen meine Erwartungen und ich könnte mir vorstellen, dass es dann kein so großes Ding wird, wie ich mir das vorstelle. Was interpretiert denn ihr in dieses Kommentar rein? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Des Weiteren geht es hier weiter mit nochmal einer ganz klaren Betonung darauf, dass alle Inhalte, die dieses Jahr angekündigt wurden, beziehungsweise im Groben vorausgesagt wurden, bereits in Sach und Fach sind. Das heißt also, es ist bekannt, oder es ist innerhalb des Entwicklerteams bekannt, was es ist. Es ist bereits von oben abgesegnet, was es wird. Und ich hatte ja berichtet von dem ESO-Stream-Team-Meeting und dass es so ein bisschen geklungen hat, als ob man für das vierte Quartal, das Ende des Jahres, vielleicht noch einen passenden Inhalt sucht. Aber ich denke, damit ist hier ganz klar gesagt, hey Leute, so ist es dann doch nicht. Wir suchen zwar euer Feedback und das wird sich auf jeden Fall auch auswirken und wird sich zu Herzen genommen. Aber es ist nicht so, dass wir nicht einen klaren Plan, eine Vision vor uns haben. Und ich denke, das ist nochmal eine wichtige Betonung. Sie haben eine klare Vision, eine klare Herangehensweise, wie es in Zukunft weitergehen wird. Und dementsprechend sind alle Inhalte für dieses Jahr bereits geplant. Und es wird sowohl halt eben schon das neue, häufig gewünschte Feature wird uns schon jetzt im zweiten Quartal erreichen. Ja, das ist also nochmal ganz wichtig, das betont er hier nochmal. Das am häufigsten nachgefragte Feature kommt bereits im zweiten Quartal. Und übrigens hier eines der am häufigsten. Na gut, okay. Hier klingt es doch wieder etwas hoffnungsvoller, muss ich zugeben, wenn ich so lese. Und ein neues System, also eine weitere neue Funktion, ein weiteres neues Feature, kommt dann noch zusätzlich im vierten Quartal. Ja, was so kommt, ist übrigens auch eine gute Überleitung zu den aktuellen Kronenshop-Angeboten, die ich mir mit euch einmal anschauen möchte. Und zwar werden wir vom 15. Januar bis zum 16. Februar diese neue Statue hier erhalten können als ESO-Plus-Mitglieder. Des Weiteren gibt es gerade ein besonderes Angebot für alle, die gerne Kronenedelsteine ausgeben wollen, und zwar diese Erscheinung hier. Ich finde die ganz cool, muss ich zugeben, auch wenn ich sie mir persönlich mit Kronenedelsteinen nicht holen werde, genauso wenig wie diesen Wolf hier. Ja, ansonsten gibt es einige Sachen, die ihren Weg zurück in den Shop gefunden haben. Wie ihr sehen könnt, eine Sache, die sich zum Beispiel sehr, sehr häufig gewünscht wird oder wo ich immer wieder nachgefragt werde, wo ich die eigentlich herhabe, ist hier Meridias Sonnenstrahlen. Das ist eine, ja, wie ich finde, in-game ziemlich cool aussehende Verwandlung. Vielleicht können wir uns die auch in-game direkt einfach mal anschauen hier an der Stelle. Ich würde sagen, wir wechseln mal rüber und die Musik ist ein bisschen laut, deswegen mache ich die mal ganz kurz ein bisschen leiser. So, und zwar, das Schöne bei dieser Erscheinung, beziehungsweise bei dieser Kronenshop, es ist ja eigentlich eher eine Tätowierung. Und das Besondere bei der ganzen Geschichte ist, dass sie durch die bereits aktiven Erscheinungen durchscheint. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt hier mein Kostüm deaktiviere, nehmen wir mal beispielsweise das nordische Badetuch einfach, um das zu demonstrieren, dann seht ihr hier, ich habe jetzt hier das, was jetzt demnächst wieder im Kronenshop sein wird, diese Körperbemalung von
Nridia auf jeden Fall an, obwohl hier bei mir Körperbemalungen gar nicht markiert ist, denn ich trage eine Erscheinung über die ganze Sache drüber gebügelt. So sieht das also ohne die Erscheinung aus. Aber wie ihr sehen könnt, auch wenn jetzt hier gerade eben das Auge nicht zu sehen war, diese Körperbemalung von Meridia ist auch in Kombination mit aktiven Erscheinungen nutzbar. Das heißt, die lässt sich kombinieren. Die lässt sich also zum Beispiel auch mit anderen kombinieren, wie zum Beispiel, gut, hier sieht man es jetzt relativ wenig, muss ich zugeben. Aber hier sieht man es zum Beispiel, da kombiniert sich das dann, da legt sich das dann übereinander, wenn man so möchte. Oder beispielsweise auch hier, da ist das dann so ein silberner Schein. Also es sieht durchaus ganz cool aus, wie ich finde. Da kann man durchaus optisch ein bisschen was rausholen. Wie ich finde, also eine ganz coole Sache. Eine der vielleicht ganz interessanten Körperbemalungen, denn ich finde, sonst sind die meistens nicht so spannend. Naja, ansonsten gibt es noch weitere schöne Sachen hier. Und zwar kommen ja schon lang gewünschte bzw. schon etwas ältere Frisuren wieder, die aber sehr beliebt sind. Und zwar vom 23. bis 30. Januar. Des Weiteren kommt der Ifrit-Stil in den Kronenshop. Das heißt, er wird auch erspielbar. Steht hier auch nochmal ganz genau. Auf allen Plattformen im Kronenshop verfügbar. Außerdem könnt ihr ab diesem Tag einzelne Kapitel oder das gesamte Buch durch das des Handwerksstils von Ifrit erhalten, indem ihr die Erzdruide Dervik in der Eldenwurz-Enklave auf Hochinsel besiegt. Ne? Also das heißt also, hier gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, das Ganze zu erspielen. Das sind nämlich die Stile, die man aus den Vierer Dungeons erspielen kann, meines Wissens nach. Genauso wie zum Beispiel den Stil aus dem Dungeon Sonnenspitz, den man jetzt auch dann wieder erhalten können wird. Gut, das ist aber auch nichts Neues an dieser Stelle hier. Man kann sich den also so oder so auch erspielen, hier, ne, in der Prüfung vom nördlichen Elsewhere. Ja, ansonsten kommen ein paar neue Waffensets in den Kronenshop. Ich muss sagen, die gefallen mir persönlich nicht ganz so. Während die im Kronenshop drin sind, wird man sich die Maskenstile von Steinware im Frostgewölbe erspielen können. Sowohl als auch das von Grundwulf im Mondgrab-Tempelstadt. Wer also gerne die Maskenspiele erspielen möchte, ihr seht, hier gibt es auch immer wieder Informationen dazu, was man sich aktuell für coole neue Stile erspielen kann. Das heißt also auch im Kronenshop, wo es ja eigentlich darum geht, Geld auszugeben, gibt es durchaus auch Informationen, die einfach dafür interessant sind, um zu wissen, was kann man aktuell wo für kostenlose Belohnungen freischalten. Ansonsten kommt hier noch ein Auroraner-Ritter, den finde ich persönlich ganz cool, muss ich sagen. Er gefällt mir optisch ganz gut. Ja, und ansonsten, viele fragen immer wieder, woher meine Brille stammt, die ich hier trage. Ne, hier diese, ich glaube, ich muss gerade überlegen, große Verzierung ist es, genau. Die besudelten Linsen der Morak-Tong, die stammen tatsächlich, ihr werdet es kaum glauben, aus diesem Paket hier von Nario. Also, wenn ihr wollt, auch wenn Nario diese Brille hier nicht aufhat, meine Brille, die mein Ork immer trägt, ist in diesem Paket mit drinne. Und das wird vom 23. bis 30. Januar verfügbar sein. Kronkisten machen wir weiter, da werden wir nicht so viel Aufmerksamkeit hier an dieser Stelle drauflegen. Ja, was man vielleicht auch nochmal hier an dieser Stelle betonen kann, beziehungsweise hervorheben kann, es gibt einen Grund, warum die Sonnenspitzsachen wiederkommen. Ja, deswegen gucken wir nochmal ganz kurz hier rein. Und zwar gehe ich davon aus, dass eins der nächsten Events die Feierlichkeiten zum Jahr der Drachen sein wird. Also sowas wie die Feierlichkeiten des Schwarzen Herz von Skyrims, bloß für Elsewhere. Und eventuell könnte das hier ein Hinweis sein, 30. Januar bis 6. Februar auf das nächste Event in The Elder Scrolls Online. Das wollte ich nochmal der Stelle hier hervorheben, weil es mir gerade noch spontan eingefallen ist. Für euch also vielleicht eine kleine spannende Randinformation zu zukünftigen Events. Eine sehr coole Statue kommt wieder in den Shop, Meridia. Die finde ich persönlich auch sehr, sehr nice. Also die habe ich mir persönlich auch geholt. Übrigens hier in diesem Set hier in den Einrichtungspaket Heiligtum. Ja, es passt übrigens alles wirklich sehr gut zusammen hier. Gut, hier muss man sagen, das Paket, dieses Elsewhere-Paket ist vom 26. Januar bis 9. Februar. Also sogar ein bisschen länger. Vielleicht ist das Event also dementsprechend auch ein bisschen länger. Schauen wir mal. Aber hier ist übrigens auch eine Übungspuppe drin. Denkt dran, die Übungspuppe, hier, die hier drin ist, ist nur eine 6-Millionen-Übungspuppe. Die stellt man sich also eher zur Optik hin. An der macht man jetzt nicht wirklich Tests. Eine sehr coole Statue, die ebenfalls, so wie das eben gezeigte Paket vom 26. Januar bis 9. Februar in den Shop kommt, ist die Statue hier von des Rudels von Alkosch. Mega geil, hat mehrere Zustände. Einmal, wo keine Lampe leuchtet,
Einmal, wo die Lampe ohne diese Strahlen leuchtet und einmal, wo alles leuchtet, also die Lampe mit diesen Strahlen, finde ich eine der schönsten Statuen im Spiel. Und ein sehr häufig gewünschtes Haus, die Oase der Diebe, kommt auch wieder vom 5. bis 19. Januar. Die ist also jetzt bereits im Shop, falls ihr euch die gönnen wollt. Genauso wie den Rückzugsort des Potentanten, der kommt dann am Ende des Januars in den Shop. Auch der ein häufig gewünschtes Haus. Schön, dass der wiederkommt. Ja, von Keska als Housing-Gast halte ich persönlich jetzt nicht so viel, auch wenn ich das prinzipiell einen coolen Charakter finde. Der Meridias Säbelzahn Sensche, den finde ich prinzipiell ganz hübsch. Aber ich glaube, ja, Zenshara finde ich persönlich sogar toller, muss ich sagen. Mag ich mehr. Unverschämte Assassine als Persönlichkeit kommt in den Shop. Das ist durchaus eine coole Sache. Denke ich, das ist eine coole Animation, eine coole Persönlichkeit. Die kann man sich definitiv mal anschauen, wenn es dann soweit ist. Und die Begleiter sind jetzt, glaube ich, nicht so wild. Die kommt übrigens hier vom 23. bis 30. Januar in den Shop. Ja, und wir haben ja jetzt schon an dieser Stelle hier über News gesprochen, jede Menge. Und wir haben hier über die Vision, über die neuen Features gesprochen, die nächstes Jahr erscheinen sollen, die dieses Jahr erscheinen sollen. Wir sind ja schon im neuen Jahr. Dementsprechend schaut auch gerne nochmal das letzte News-Video an. Ich habe es euch einmal hier nochmal im i verlinkt. Das letzte News-Video war durchaus auch sehr spannend. Da ging es um die Vision von The Elder Scrolls Online und vor allem dem Gameplay und Kampfsystem von The Elder Scrolls Online. Durchaus also auch noch ein sehenswertes News-Video, falls ihr es nicht gesehen habt im letzten Jahr. Und damit möchte ich euch jetzt auch nochmal ganz entspannt hier überhaupt erstmal begrüßen, überhaupt hier im aktuellen Jahr. Ich wünsche euch allen frohes Neues. Wir sehen uns auf diesem Kanal hier ja nun eigentlich nicht zum ersten Mal, aber das Video war ein voraufgenommenes Video, was ihr zuletzt gesehen habt. Dementsprechend ja, an euch nochmal hier ein frohes neues Jahr gewünscht. Ich möchte mich jetzt nochmal herzlich bei euch bedanken für das letzte Jahr. Das war nämlich nach meiner Meinung mit eins der coolsten Jahre, die ich persönlich auf YouTube hatte. Und es war mega, mega geil, das mit euch gemeinsam zu erleben. Es ist viel passiert. Auf Twitch habe ich das Ganze schon besprochen, da es nicht so unendlich viele News gibt, auch wenn die Kronenshop-News sich wieder gewünscht wurden. Ich hatte im letzten News-Video erwähnt, dass ich darüber nachdenke, die Kronenshop-Vorschau nicht mehr mit ins Video zu nehmen. Aber ihr habt mir das Feedback gegeben. Doch, bitte macht das. Dementsprechend ist sie wieder mit am Start, so wie ihr euch das natürlich wünscht. Ja, und ich habe es schon auf meinen Social Medias gepostet und ich möchte jetzt auch hier dieses News-Video nochmal nutzen, um ja, so das letzte Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen und vor allem, um einen Ausblick zu geben auf 2023. Wir hatten ein unglaubliches Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Wir hatten ein, ja, solides Jahr an The Elder Scrolls Online, was allerdings ja sehr zwiegespalten war in der Community. Für den einen ernüchternd, für den einen mega geile neue Features. Und wir sind sehr gespannt, wie es dieses Jahr weitergeht, denke ich. Und zwar alle, ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, was ihr dieses Jahr von Elder Scrolls Online erwartet. Aber ich denke, allein, dass sich die Update-Struktur von ESO verändert dieses Jahr, ist schon mal ein sehr, sehr großer Schritt. Da kann man durchaus einiges erwarten. Ich denke, zumindest im Kapitel in der Mitte des Jahres wird ein großer Knaller auf uns warten. Und ich bin schon sehr gespannt, was das sein wird. Weil es gibt verschiedene Informationen, wo es hingeht. Ob es jetzt denn nun auf die Halbinsel rechts neben Warnfeld geht, also wieder Richtung Morrowind zu den Telvanni. Wir wissen es nicht. Könnte aber durchaus sein, es gab mehrere Hinweise darauf. Aber nicht nur da gibt es Hinweise drauf. Es könnte auch zum Beispiel die Bossmeer, also die Waldelfen, hatten noch keine Erweiterung. Es könnte auch noch Richtung High Rock gehen, also Richtung Rotwadronen. Aber ich denke, das wird sich vermutlich eher für das Release-Jahr von Elder Scrolls 6 aufgehoben. Zumindest meine Vermutung. Ja, da bleibt also einiges, was da noch übrig ist auf der Karte. Ihr seht ja selbst immer auf der Karte, wie viel Platz da noch ist. Und damit kommen wir zum Jahr auf diesem Kanal hier 2023. Ich persönlich, so wie ich euch bereits hier geschrieben habe, habe noch sehr viel Respekt vorm kommenden Jahr. Aber es kommt und es lässt sich halt auch nicht aufhalten, dass es kommt. Wer es nicht weiß, ich mache das hier immer noch hauptsächlich als Nebenberuf-Hobby. Das heißt, meine ganze Passion, meine Freizeit, meine Leidenschaft steckt hier drinne. Und selbst wenn hier keiner zuschauen würde, würde ich das vermutlich so machen, wie es mir gefällt und wie es mir Spaß macht. Und meine Ausbildung, also meine hauptberufliche Tätigkeit, die neigt sich nun zu dem Ende zu. Ich habe davor eine Weile lang studiert, habe jetzt eine Ausbildung gemacht, weil das Studium nicht das Richtige für mich war. Alles krasse Schritte und das wird jetzt der nächste krasse Schritt. Ich steige jetzt vollends ins Arbeitsleben ein. Ich habe davor immer mal wieder kleine Sachen gemacht und ich würde auch sagen, dass einige der Tätigkeiten hier sowohl als Arbeit als auch als Freizeittätigkeit angesehen werden können. Nichtsdestotrotz einen richtigen Vollzeitjob werde ich dann jetzt Ende Januar eingehen bzw. anfangen.
Und parallel zu meinem Job möchte ich mit euch herausfinden, inwiefern diese Tätigkeit hier als Content Creator, und das ist jetzt für mich ein ziemlich krasser Schritt, aber ich sag's, weil ich halt ehrlich sein möchte mit euch, möchte herausfinden, inwiefern das hier ein zweites finanzielles Standbein für mein Leben sein kann. Das heißt also, die Philosophie, alles, was hier an Werbeeinnahmen und Unterstützung reinkommt, geht wieder in den Kanal, wird so eins zu eins nicht mehr umzusetzen sein, denn ich habe mir durch euch schon sehr viel ermöglichen können hier. Ich habe ein mega geiles Setup, auf was ich sehr stolz bin. Technisch gesehen, glaube ich, gibt es hier kein Level, was preisleistungstechnisch nach oben noch weiterhin Sinn macht. Das habe ich dank euch. Dank euch kann ich jede Menge Giveaways machen, für die ich auch immer wieder euch Links schicke oder aber auch, wenn wir auf Twitch unterwegs sind, dann auch dort. Es ist vieles von euch gesponsert. Dickes Dankeschön. Das mache ich natürlich auch weiter. Also es wird jetzt nicht weniger Giveaways geben in den Livestreams oder so. Aber ich will halt eben auch schauen, inwiefern, wie viel Zeit ich in das eine stecken kann, also in meinem Hauptberuf, und wie viel Zeit ich hier reinstecken kann, was für mich gesund ist. Denn das ist durchaus auch zwar keine harte körperliche Arbeit, aber es macht mental eine ganze Menge mit einem. Vor allem das Livestreaming, aber auch das Videos machen, weil man sehr viel an Multitasking gebunden ist. Ja, vor allem beim Livestream ist es sehr präsent. Man liest den ganzen Tag Textkommentare, spielt noch nebenbei, redet noch nebenbei, hat vielleicht noch Leute im Discord, und dieses Multitasking brennt einen das Gehirn nieder. Das ist jetzt hier bei YouTube-Videos ein bisschen entspannter, da kann ich mir den Workflow aufteilen, aber auch hier lese ich natürlich eure Kommentare und mache Multitasking, indem ich Sachen hier auf dem Bildschirm zeige, nebenbei noch spreche. Also durchaus, denke ich, mentale Arbeit auf jeden Fall, die hier geleistet wird. Und dementsprechend bin ich gespannt, inwiefern das gut klappt und gut für uns ist, also für euch auch, für meine Inhalte. Und ich denke, das müssen wir alles noch gemeinsam dieses Jahr dann herausfinden. Dementsprechend, basierend darauf, habe ich mir auch einige Ziele für dieses Jahr vorgenommen. Und auch die möchte ich transparent mit euch teilen. Bleibt bis zum Ende dran, denn Transparenz ist mir sehr wichtig. Deswegen habe ich was Kleines für euch vorbereitet, beziehungsweise auch was Großes, je nachdem, wie ihr es betonen wollt. Ja, da ich dieses Jahr halt herausfinden möchte, inwiefern, wie viele Stunden, Arbeitsstunden ich in das eine und das andere stecken kann, geht es also auch darum, für euch Mehrwert zu schaffen. Ganz wichtig, ich möchte keinen Mehrwert schaffen, bei dem man sich gezwungen fühlt, für den etwas bezahlen zu müssen, sondern ich möchte zusätzliche Inhalte schaffen für die Leute, die da Bock drauf haben. Das heißt also, ich werde keine großartigen, exklusiven Videos machen, die man nur sehen kann, wenn man Geld bezahlt oder irgendwie sowas, sondern es wird dabei bleiben, dass ich darauf hinausarbeiten möchte, dass es coole Sachen gibt für die Kanalmitglieder. Für die Kanalmitglieder, für die Twitch-Subscriber, und ich möchte demnächst eine Patreon-Kampagne starten. Und mein Ziel ist es also, oder zumindest eins meiner Ziele ist es, coolen Mehrwert, der sich aber nicht gezwungen anfühlt, für diese verschiedenen Mitgliedschaften zu schaffen. Ja, das heißt also, es wird weiterhin die Möglichkeit geben, hier auf YouTube Videos sich bereits anzuschauen, bevor sie für alle veröffentlicht sind. Mein Workflow sieht so aus, dass ich ein, zwei Videos aufnehme, vorbereite, und die Leute, die dann halt eben Kanalmitglieder sind, können sich dann quasi die Videos der nächsten ein, zwei Wochen schon anschauen, außer die News-Videos, die sind natürlich immer brandaktuell produziert. Das heißt, also das ist zum Beispiel einer der Vorteile, die man dann halt eben hat, wenn man auf den jeweiligen Kanälen unterwegs ist. Und ich werde auch nochmal ein klein paar Infos für euch hier zusammenfassen. Und zwar gleich, wir machen nochmal erstmal weiter mit dem nächsten Punkt. Ich möchte auf meinem Twitch-Kanal einzigartige Events veranstalten. Das heißt also, vor allem mit anderen Leuten zusammen Projekte auf die Beine stellen. Da haben wir letztens einen Streamer-Raid gemacht. Oder wer weiß denn sowas als ESO-Format, Podcast, solche Sachen. Das sind alles so Events und spezielle Projekte, die ich mit euch gemeinsam angehen möchte. Und natürlich möchte ich auch hier auf YouTube wieder eins meiner Ziele erfüllen. Und das ist dieses Jahr auch wieder 100 Videos oder in die Richtung von 100 Videos möchte ich gerne kommen. Das ist auf jeden Fall eins meiner größeren Ziele dieses Jahr. Ja, und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, was ich mir vorstelle für Mitgliedschaften. Da habe ich schon ein bisschen was ausgearbeitet. Ja, das heißt also, wenn ihr hier auf YouTube unterwegs seid beispielsweise, dann bekommt ihr, wenn ihr Kanalmitglied der Stufe 1 seid, ein Treuabzeichen vor eurem Namen. Ich lese die also eher, weil sie mir hervorgehoben werden in meiner Kommentarübersicht. Ihr bekommt 12 Emotes, die ihr benutzen könnt auf ganz YouTube. Des Weiteren bekommt ihr dann halt eben diesen Video-Vorabzugang. Es gibt ein ESO-Tavernen-Video, wo ich mal diese Kamera hier ausprobiert habe. Das ist für die Leute exklusiv, die Kanalmitglied Stufe 2 sind.
Und ja, auch ab und zu mal möchte ich in Zukunft hier euch in den Credits einblenden. Und zwar habe ich vor, um mich herum ab und zu mal so eine Credit-Szene einzublenden, wenn es gerade passt an einer Videostelle, und mich da ganz kurz mal bedanken. Lasst mir auch gerne da Feedback da, ob das eine Sache ist, die man durchaus machen kann. Aber ich denke, vor allem hier im News-Format ist es durchaus möglich, da mal kurz drüber zu sprechen und sich bei den Kanalmitgliedern zu bedanken. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber ich werde 4-5 Sekunden sagen Dankeschön. Und auch jetzt fühl dich gerne angesprochen, wenn du Kanalmitglied bist. Ja, bei Patreon bin ich gerade noch beim Ideensammeln. Ihr seht ja auch hier so ungefähr, was mein Plan ist. Also für Patreon habe ich aktuell einen Blick hinter die Kulissen geplant. Das heißt also, ich werde da quasi so ein bisschen behind the scenes, sowas wie Instagram oder YouTube Stories hochladen. Das ist zumindest mein Ziel aktuell. Mal gucken, wie gut das bei euch ankommt und auf wie viel Interesse das stößt. Wer auf Twitch unterwegs ist, bekommt dann als Patreon-Mitglied ein permanentes VIP-Abzeichen, und auch auf meinem Discord bekommt ihr einen besonderen Rang, damit man euch besonders gut sehen kann sozusagen. An der Seite wird man ja dann hier immer angezeigt und dann wird man halt eben hervorgehoben. Und es gibt ja auch einen Merch-Store, und ja, die Kanalmitglieder bzw. Patreon-Mitglieder, die sehr fleißig mit dabei sind und ja, die es sehr ernst meinen. Wie gesagt, das soll sich alles wie ein Mehrwert anfühlen, nichts, für was man zahlen muss. Aber ich möchte euch ein bisschen was zurückgeben. Letzten Endes ist es eure freie Entscheidung. Ich kann jetzt nicht jeden hier ein Haus kaufen, der Kanalmitglied ist. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, ein kleines Dankeschön zu schaffen für die Leute, die sich freiwillig dazu entschieden haben, den Kanal zu unterstützen. Deswegen wird es dann für die Leute auch ja, zukünftige Test-Samples vom Merch geben oder auch mal exklusive Merch-Sachen, die ich nicht ganz normal in den Merch-Store online stellen kann. Auf Twitch gibt es ja auch die Subscriptions. Da gibt es über 30 Emotes, werbefreie Wiedergabe und auch einen Discord-Rang, den man erhalten kann. Wer dann auf Twitch ein Abo der Stufe 2 hat, also kein Prime, kein Stufe 1-Abo, der bekommt ebenfalls ein VIP-Abzeichen. Und Kanalmitglieder der Stufe 3, die können besondere Kanalpunkte-Belohnungen öfter aktivieren als alle anderen. Was dann mit den ganzen Sachen passiert, dazu habe ich bereits letztes Jahr ein bisschen was gemacht. Und zwar möchte ich besonders transparent sein und habe einen öffentlichen Finanzplan gemacht. Das heißt also, man kann sich ansehen, für was ich so im Groben 2022 Geld ausgegeben habe. Wie gesagt, es handelt sich hier logischerweise nicht um 100% der Einnahmen. Ich kann euch auch nicht genau sagen, was die Einnahmen sind. Da bin ich vertraglich dran gebunden, dass ich euch nicht eins zu eins die Zahlen auflegen kann. Aber ich möchte euch zeigen, dass ich auf jeden Fall die Sachen versuche gut anzulegen, damit auch für euch ein Mehrwert entsteht. Und so auch dieses Jahr dann wieder halt eben, ich habe ein bisschen überarbeitet, wie das dieses Jahr aussehen wird. Dieser öffentliche Finanzplan wird dann demnächst erscheinen. Das ist dann der für dieses Jahr, der geplant ist. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus, ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen verständlicher. So ist zumindest der Plan. Also Transparenz ist weiterhin gegeben. Und so transparent sind halt eben auch die Entwickler von The Elder Scrolls Online. Deswegen habe ich extra dieses News-Video hier für euch gemacht, wo es um die Vision vom Kampfsystem von The Elder Scrolls Online geht, dem Combat. Schaut es euch auf jeden Fall an, falls ihr es verpasst habt, denn da habt ihr ganz schön was verpasst, wenn ihr es noch nicht geschaut habt.